Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 im Seasons-Modus. Jetzt wird's echt heftig. Wenn wir verlieren, sind wir raus aus Liga 1, dann geht's ab runter in Liga 2 und da habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf, auch wenn ich wahrscheinlich wieder aufsteigen würde. Aber es sieht so schön aus, 7 Aufstiege, 0 Abstiege, irgendwie habe ich keine Lust abzusteigen. Wer will's mir verdenken? Sollte ich gewinnen, werde ich mir einen Unentschieden kaufen, ich gehe da nämlich nicht das Risiko ein. Siege kaufen kann ich mir leider nicht mehr. Hab nämlich keine mehr. Unentschieden habe ich noch einige. Wie gesagt, das werde ich noch nicht sofort nutzen, weil wenn ich jetzt einen Unentschieden spiele, da habe ich nur 2 Punkte. Das reicht ja nicht. Siege kann ich mir auch keine kaufen, wie gesagt. Und auch keine extra Spiele. Hab halt einfach keine mehr. Alles nicht gut. Heißt, wenn ich gewinne, bin ich durch. Spiele ich unentschieden, kommt noch ein Spiel. Verliere ich, bin ich direkt raus. Oh Mann. Mit denen lief es bisher eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich jetzt einfach mal die Chancen nutzen muss. Das ist entscheidend, um hinten einfach einen Ticken sicherer stehen. Wobei das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr es verstehen könnt, aber es ist ein bisschen Nervosität auch mit dabei. Das wird das Ganze sicherlich nicht gerade ideal machen. Oh je. Yeah. Bitte gib mir einen leichten Gegner. Arsenal. Ja, das geht einigermaßen. Die sind nicht ganz so stark. Aber es kommt vor allem auf den Gegner an. Oh Mann. Hi everybody, welcome to today's game. Martin Tyler here with Alan Smith. Im letzten Spiel ein Sieg und ich war durch gewesen. Jetzt wird's echt spannend. Mal schauen, wie gut der ist. Ich hoffe nicht allzu gut. Okay, unten. Das hat er schön gemacht. Danke. Da muss ich mal durch. Verdammte Scheiße, ich muss einfach mal Tore machen. Ja, machen wir mal wieder standardmäßig. Alte Taktik. Da kommt nämlich einer reingelaufen. Den meinte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Den meinte ich jetzt auch nicht unbedingt. Yes, 1-0. 1-0 Führung. Das Wichtigste ist, dass ich nicht verliere. Wenn ich unentschieden spiele, wäre es ja zumindest noch möglich, im nächsten Spiel dann den Sieg zu holen. Gewinne ich jetzt, war's das. Dann bin ich durch. Und verliere ich, war's das auch. Aber dann bin ich in der zweiten Liga. Puh, jetzt nur nicht defensiv anfangen zu spielen, sondern weiter schön nach vorne. Und zwar klar, nach vorne. Ohne riesige Risiken. Oh, ja. Ich bin leicht nervös. Aber zum Glück mache ich mal Tore. Schon davor hätte ich das so machen müssen. Das fehlt mir besonders in dieser Saison momentan. Und vor allen Dingen fehlt es mir auch in der Abwehr, wo ich normalerweise immer echt sicher war. Stehe ich mittlerweile wirklich nicht mehr gut. Oh, das hat er schön gemacht. Komm, oben entlang. Aubameyang, komm, lauf, Junge. Lauf, setz dich durch. Neatly done. Good challenge by the defender. Very good control, though. Gundogan. Rice. Komm. Scheiße. Aber da kann ich mir jetzt nicht so große Vorwürfe machen. So, Hummels geht bitte mit. Oh Mann. Ja, Weidenfeller, du hast den. Ja, jetzt auf Zeit zu spielen macht nicht so viel Sinn. Das wird ihn erst recht ärgern. Wenn er dann ein Tor schießt, habe ich ein Problem. Und dann schießt, naja, dann spielt der auf Zeit. Nein, solche Pässe dürfen nicht passieren. Riesenfehler von mir. Kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was spiele ich da für einen Pass? Wieso? Wieso mache ich sowas in dieser Saison? Ich krieg diese Lockerheit momentan echt nicht rein. And he'll have enjoyed that. Don't think he scored many better. The composure to place it to the left. We're all level again. So. 1-1 the score. Marcel Schmelzer. Gundogan.
Ich werde sicherlich noch einige Chancen rausspielen. Ich muss sie dann halt einfach nutzen. Das ist ein großes Problem momentan. Alter, der Torhüter macht mir Angst. Junge. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Was macht der Torhüter da? Kommt er raus und dann kommt er doch nicht. Das ging arg schnell. Jetzt momentan wäre ich raus aus Liga 1. Ich finde die Lockerheit nicht mehr. Komm, mach ihn. Elfmeter. Sehe ich ehrlich gesagt momentan etwas anders. Also ich nehme ihn gerne an, aber ich sehe es etwas anders. Werden wir gleich nochmal sehen. Ja, das ist eigentlich kein Elfmeter. Da kriege ich mich ja eher rein. Puh, bitte. Bitte, 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 bitte. Mal schauen, wo ich ihn hinmache. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. In eine Richtung auf jeden Fall. Ansonsten hat er ihn einfach in der Hand und kontert mich vielleicht sogar noch aus. Kann nicht wahr sein. Das passt so sehr zu dieser Saison. Das passt so sehr zu dieser ganzen Saison. Alter, nein. Noch ein Elfer. Der war knapp drin. Also wirklich ganz, ganz knapp. Da würde ich rot geben. Und ich weiß nicht ganz sicher, ob der nicht noch irgendwie reingegangen wäre. Diesmal entscheide ich mich anders. Und Kagawa muss den machen. Den muss Kagawa machen. Das kann nicht wahr sein. Und das ist eine rote Karte. Komm. Runde 2. Ja. So, damit komme ich dann klar. Alter, ey. Das Spiel bietet Sensationswert momentan schon. Ich habe mir einfach gedacht, hey, diesmal nehme ich keine Richtung. Auch wenn er dann wahrscheinlich direkt hält. Das war ein Foul, ja. Auch wenn ich gerne durch gewesen wäre. Den schießt er weit. Auch wenn flach, aber weit. So, jetzt einfach mal sicher stehen. Nicht wie das Tollhaus hier alles rauslaufen, alles rauslaufen, sondern einfach mal sicher. Danke. Okay, faul. Aber weiter geht's. Kann jetzt mit anfangen an der Position. Leute, ihr müsst mitlaufen. Was soll ich machen ohne euch? Nein, da hätte ich gerne einen Eckball gehabt. Immerhin. Einwurf für nichts. Gelb, schön. Finde ich gut. Kann er mit denen schon nicht mehr so faulen, wie er gerne hätte. Komm, Reus, du Dämlack. Nein, 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 nicht anlaufen. Wieso läuft er den an? Wieso seid ihr so dämlich? Was soll ich da machen? Der eine läuft ihn einfach ohne Grund an. Ich habe da kein Verständnis für, ganz ehrlich nicht. Ich stehe so unsicher hinten. Aber teilweise kann ich halt echt nichts für. Was soll ich in so einer Aktion auch machen, bitte? So, nächste Aktion nach vorne. Wieder Elfmeter. Das haben wir jetzt einen dritten. Ich meine, was soll ich... Also, was macht der eigentlich? Wieder gelb. Das ist wieder rot. Alter, ich habe keine Ahnung. Das steht zum dritten Mal hier. Das ist unfassbar. Ich stehe zum dritten Mal jetzt. Also, das hat Sensationswert. Yes! Ich habe einfach gedacht, nee, rechnet nie damit, dass ich in die Mitte schieße. Hat geklappt. Oh je. Das ist unfassbar.
Also der ist wirklich, also gut ist er garantiert nicht. Ich mach Bullshit in der Abwehr. Und er kritscht mich da einfach jedes Mal lustig um. Na, Aubameyang, nimm den scheiß anderen Lauf weg. Wenn du anzeigst, dass du angespielt werden willst auf dem Weg, dann musst du da anspielbar sein. Das sind alles so Dinge, die ich absolut kein Verständnis für habe. Danke. Habe ich blöd gemacht. Ganz blöd. Na, sowas würde ich normalerweise nie machen. Mir kommt erst noch der Gedanke so, nee, das machst du jetzt nicht, das ist nämlich bescheuert. Machst du trotzdem. Ich sehe es kommen. Ich sehe es ganz ehrlich kommen. Irgendein Bullshit wird mich hier in Liga 2 reißen. Ich weiß nämlich nicht welcher. 3 zu 3. Meine Nerven, ey. Blown his whistle and we're off for the second half. Ich stehe hinten so scheiße. So schlecht. Das wird sich sofort ändern, sobald diese Saison vorbei ist. Egal ob in Liga 2 oder Liga 1. Ja gut, das ist dann keine Elfmeter. Pierre-Emerick Aubameyang. Aber ich krieg keine Ruhe rein. Ich krieg keine Ruhe in mein Spiel rein. Kein bisschen. Ich bin so fucking nervös. Es ist nur ein Spiel, ich weiß. Aber ich bin nicht abgestiegen bisher. Und ich hab's nicht vor. Ich will nicht absteigen. Gut wollen wird das wahrscheinlich niemand. Aber mich würde das wahnsinnig ärgern. Nein, kannst du eigentlich nichts. Das ist der vierte Schuss und der vierte, der drin ist. Das darf alles einfach nicht wahr sein. Also hinten, ich brauche eigentlich gar keine Abwehr. Die kann eh nichts. Allem Anschein nach. Vor allen Dingen brauche ich keinen Torhüter. Da kann ich noch viel weniger. Er hält nichts. Nix. Da habe ich nicht hingepasst. Das sind grauenhafte Fehler. Schade. Viel zu spät eigentlich gepfiffen. Alter, nein, das darf alles nicht mehr wahr sein. Das sind Pässe, die sind auch nicht gut. Der kommt nur durch Glück ran. Und dann sowas, sowas. Also sind die auch nervös? Ich check es nicht. Ich kapier's wirklich nicht. Ich kapier's keinen Meter weit. Okay, lass mal sehen. Alle noch relativ fit. Ich kann für Kampel, kann ich theoretisch... Mikine Blaschkowski bin. Wobei ich ehrlich gesagt, ich bin mir so unsicher. Auf jeden Fall Blaschkowski. So, naja, die sind besser. Ramos vorne rein, stell von Kagawa. Gib uns eine Wechsel auf, falls sich einer verletzt. Oder falls ich noch irgendwas nach vorne oder hinten machen muss. Pierre-Emerick Aubameyang. So, ich muss jetzt einfach mal normal spielen. Kann ja nicht mehr wahr sein. Das ist ein Trick, den ich nicht gedrückt habe. Das sollte sich eigentlich eine Drehung machen. Aber anscheinend habe ich sie ja doch gedrückt. Der wird doch jetzt nicht etwa anfangen, auf Zeit zu spielen. Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Na, erstmal schaue ich mir noch an, was der vorhat. Der will mich rauslocken. Aber er macht es so dämlich. War klar, dass er mich einfach nur rauslocken will. Der ist nur viel zu langsam, mein Freund. Ich brauche dieses 4 zu 4 Minimum. Und auch hier ist wieder mehr drin. Viel, viel mehr. Denn der ist nicht gut. Er ist wirklich nicht gut. Nur ich bin schlechter. Zumindest was mein Abwehrverhalten angeht, bin ich wirklich grauenhaft schwach.
for goal. Excellent block. Alexis Sanchez. Scheiße, Alter. Pierre-Emerick Aubameyang. Alter, ich freue mich auf die nächste Saison. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Das ändert sich schlagartig. Das glaubst du gar nicht, wie schnell sich das auf einmal ändert. Du fängst eine neue Saison an und plötzlich funktioniert's. Nur soll's bitte in Liga 1 funktionieren. Ich dachte, das wäre abseits. Ja, es ist abseits. Nach einer Stunde pfeifen. Alter, diese Pfeifen. Der will doch nicht schon wieder. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde auf jeden Fall nicht auf offensive umstellen. Es ist nämlich dämlich. Der steht hinten sicher und macht nach vorne Konter. Nein. Dieses Spiel. Meine Nerven, ey. Und ich krieg's nicht ruhig. Ich krieg mich nicht selbst beruhigt. Es ist so dämlich. Alter, ich hab dafür keine Zeit. Lalala, lalala, lalala. Vielleicht muss ich doch auf Volloffensive. Ja, wir stellen auf Volloffensive um. Wenn der da hinten rumspielt, auch wenn er versucht zu kontern, dann ist es eh kein Unterschied. Ich werde eh vorne ziemlich stehen. Dankeschön. Da war nicht mehr drin. Glaub's mir. Wir stellen wieder vorne. Nein, das machen wir nicht. Alter, mir geht die Zeit da oben trotzdem runter. Macht doch endlich mal was Gescheites. Ah, ich spiel mal kurz. War natürlich nicht so dolle. So, wir laufen mit. Alles richtig gemacht. Zur Abwechslung mal. Das wäre so schief gelaufen, wenn er den eigentlich gescheiten Weg gegangen wäre. Wäre das so schief gegangen. Leute, wo steht ihr? Das ist also wirklich wow. Also mir fehlen die Worte, was das Stellungsspiel meiner Mannschaft angeht. Also ich spiele nicht gut, das muss man sagen. Aber was das Stellungsspiel meiner Mannschaft angeht, ist wirklich zum Davonlaufen. Wonderful interception. Counting down towards the end of the 90 minutes. 9 minutes left. Alter, ich lauf davon. 8 Minuten noch. Der positioniert sich tatsächlich da oben. Das kriege ich relativ gut hin, glaub mir. Da wird sich zum Ende hin, wird er sich bei sich in die Halbzeit reinstellen. Und da habe ich ein Problem, wenn es 4-3 für ihn steht. Leute, könnt ihr keinen normalen Pass mehr spielen? Müsst ihr eure scheiß Hackentricks anwenden? Bitte, 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 bitte. Scheiße! Ich will mehr Leute dastehen haben. Ramos war ein Fehler. Damit kann ich direkt anfangen. Das heißt, wenn du noch ein Tor schießt, war es ein Fehler. Weil er einfach keine Technik hat. Ja, ich hab ihn. Okay, her damit. Ey, du verarscht mich da. Das kostet so fucking viel Zeit. Das glaubst du gar nicht. Gib Gas, Junge. Das reicht für einen Angriff noch, wenn es gut läuft. Gib mir den Eckball, bitte, bitte sei ein Eckball für mich. Abstoß, das war's. Feierabend. Ciao, Liga 1. Guten Tag, Liga 2. Das wird ein Durchmarsch in Liga 2. Das verspreche ich jetzt schon. Es sieht nur scheiße in meiner Drecksstatistik aus am Ende. Bitte, 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 bitte. Oh, noch ein Eckball.
Jetzt kann sich hier nicht mehr groß was ändern. Nur ein Tor kassieren oder nicht, das nimmt sich jetzt nichts. Ja! 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 Yeah! 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 Zurück, alles zurück. Wir sind noch nicht abgestiegen. Es ist unglaublich. Es ist unfucking unglaublich. Noch nicht abgestiegen. Noch nicht. Aber ich muss mich verbessern zum nächsten Spiel. Heute kriege ich den letzten Drecksgegner dieses Planeten. Ansonsten steige ich ab. Und wie gesagt, ich verspreche euch, wir sind aus Liga 2, sofern ich absteige. Sowas von schnell wieder oben. Ein Spiel bleibt. Wow. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Spiel und damit ciao.